Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar bin ich gerade, sorry, dass ich übrigens aussehe wie so eine Speckschwarte, aber ich habe mich gerade mit 50er Sonnencreme eingecremt. Aber wie ihr im Hintergrund seht, liegt hier unsere Kreuzfahrtschiff, die MSC Opera. Und ich und meine Familie, wir sind gerade unterwegs, eben eine Kreuzfahrt durch die Karibik zu machen. Und vielleicht habt ihr ja schon meinen Flug in die Karibik Vlog gesehen, beziehungsweise meinen Havanna Vlog, also als ich in Kuba noch war vor 2 Tagen. Und heute sind wir angekommen in Montego Bay. Und es ist also immer so, dass wir in der Nacht fährt das Schiff, dann wachen wir halt auf und sind irgendwo. Zum Beispiel morgen, wenn wir aufwachen, sind wir in Cayman Island. Und das wird jetzt eben hier so mein Reisevlog und ich zeige euch, was wir alles machen. Oh mein Gott, wir sind hier gerade angekommen am Strand und gebt euch das mal. Ich war in meinem Leben noch nie an so einem schönen Strand, glaube ich. Amazing. Ich bin gerade so glücklich und wir bleiben hier den ganzen Tag. Also da in der Nähe sind noch so ein paar wie so Shopping-Dinger und wir laufen noch ein bisschen rum. Aber erstmal wird hier geschillt und wir haben unsere Schnorchel dabei. Angelegt in Cayman Island, das ist so eine britische Insel hier. Und wir sitzen gerade im Shuttlebus, wir sind vorhin vom Boot runter und jetzt gehen wir zu einem Strand und werden dort den Tag verbringen. Und das ist Mareike aus Munich und wir haben uns hier kennengelernt. Dass wir versuchen, Bananaboot machen zu gehen. Zu viert, weil da die ganze Zeit halt so irgendwelche Jetskis rumfahren und Bananaboot. Und es wäre endcool, aber ich glaube nicht, dass das filmen kann, weil sonst die Kamera flutsche geht. Jo, wir haben jetzt diese Schwimmweste und ich bringe kurz meine Kamera noch weg. Aber ich meine, gibt euch dieses Hotte. Es hat so ein richtig heftiger tropischer Sturm einfach mal begonnen. Genauso wie gestern in Jamaika auch, weil es ist ja eigentlich diese Regenzeit hier. Und dann haben wir uns wieder den Shuttle genommen und fahren jetzt zurück zum Schiff. Erstmal dieses Mess entwirren.
versteckst du dich vor der Kamera. Ja, ich hatte gestern ungefähr schon Anti-Raster-Locken. Also, Raster-Locken. Porque cantando celebras. Also, wir sind jetzt heute in Mexiko. Wir sind in Cozumel auf so einer Insel in der Karibik. Wir werden dann heute den Day verbringen. Und ich freue mich, wieder in Mexiko zu sein. Du? In tu tierra. Wir sind back in the home country. Oh mein Gott, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mexicanos al grito de guerra. Wir mieten jetzt hier so einen alten VW-Käfer und fahren damit jetzt um die Insel rum wahrscheinlich. Meine Mutter versucht hier schon reinzuklettern. Wir haben jetzt dieses Auto. Und wir so, ja, wir sind zu viele Leute für dieses Auto, aber ja, juckt keinen. In diesem Land geht alles, gell, Mutter? Claro! Claro, funciona! Hallo! Despacito! Es beginnt wieder ein tropischer Regen! Es war vor einer Sekunde ungefähr noch die Sonne geschienen. Und jetzt hat We arrived. Wir sind angekommen und der Regen hat aufgehört. Was für ein Wunder. Nach 8 Kilometern. Nach einem kleinen Abenteuer sind meine Haare wieder Rasterlocken. Aber wir sind jetzt da. On the beach. Und wir essen mexikanisch Tacos und Guacamole und Nachos und Ceviche de Pez und Fruta, Früchte am Meer. Kirina, andale. Andale, andale. Oh mein Gott, Leute, es war so fucking wunderschön einfach. Ich bin so durchgehend, einfach nur so krass überwältigt, ich weiß nicht. Also erstens ist es auf jeden Fall die schönste und beste Reise meines Lebens bis jetzt. Und ich weiß nicht, ich bin die ganze Zeit so euphorisch und so, ich kann nicht so aufhören zu lachen und alles ist so perfekt irgendwie. Und ich bin einfach nur so krass dankbar, dass ich hier bin und das so alles so erleben darf und kann. Und ich küsse gleich die Palme ungefähr, aber nee, lieber nicht. Und ganz ehrlich, Leute, sobald ich 18 bin, ich packe meinen mexikanischen Reisepass ein und kaufe mir ein One-Way-Ticket.
Nee. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg im coolen Auto und wir versuchen gerade umzudrehen. Mama! Okay, was ist denn? Adios a Mexico. Der denkt sich jetzt auch schon so, was für Gestörte, die den Boden anfassen. Tierra. Es ist mi tierra. Mutter. Ach so, da steigt der Bär. Wir sind wieder back auf dem Schiff und so wie jeden Abend müssen wir verlassen Mexiko. Und morgen fahren, also heute ist Freitag und morgen fahren wir nach Havanna wieder, weil man kann auch theoretisch nur eine Woche machen, aber wir bleiben noch eine Woche. Und deswegen, weil die erste Woche jetzt zu Ende ist, wird dieser Vlog hier auch enden und wir gehen jetzt noch, ich und meine Mutter, schauen uns an, wie gleich, oh dieser scheiß Regen, das Schiff losfährt aus Mexiko. Und ja, ich hoffe, das Video, hat euch gefallen und gebt dieser rasselspielenden Mutter ein Like. Und es kommt natürlich noch ein Video von nächster Woche. Also schreibt mir, ob ihr das wollt. Und Viva Mexico! Wer sagt dir Tschüss, Mom? Wer sagt dir Tschüss? Scheiße, das ist ein Ding. Nein! Vámonos! Ándale, ándale.